Hallo zusammen, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video. Ich bin heute mit dem Daniel unterwegs und wir haben die Info zu einem freien Acker bekommen gehabt und haben gesagt, okay, wir fahren heute mal raus. Und ja, wir sind wieder auf der Suche nach römischen Hinterlassenschaften und diesmal ist das Video zeitnah. Das heißt, die anderen Videos zuvor, das waren alles Videos, die ich schon vorab gedreht habe und ja, die sind jetzt nach und nach erschienen. Aber dieses Video wird heute, was ich mache, ziemlich zeitnah. Wir haben jetzt so circa Mitte August und ab dem 1. September ist meine Sucherrallye. Für die Leute, die die Info benötigen, können gerne auf Facebook danach schauen oder ihr kontaktiert mich, dann kriegt ihr alle Infos zu dem diesjährigen Treffen. Okay, so, ich habe lang genug gesprochen, jetzt werde ich mal den Deus einstellen. Also ich bin heute wieder mit dem Deus 2 unterwegs. Und ich bin Deus 3 oder was? Und hier, das ist Deus 3. Ja, wir haben hier den Deus 3. Eigentlich sind wir froh, dass wir überhaupt einen Acker haben. Ne? Ja. Im Moment ist es ja noch nicht so reichhaltig, ja. Aber wir sind eigentlich ganz gut, ja. Mutes. Der Acker ist abgeregnet, ja. Gegrubbert, gut gesetzt. Genau. Halt Carstens Geheimacker, ne? Ja. Ja, wir schauen. Ja, wir schauen. Ja, so, wie gesagt, ich bin heute wieder mit dem Deus 2 unterwegs, habe doch die 22,5 cm große Spule, also die kleine Spule dran und habe die Software V071 drauf. Ja, jetzt werden viele aufschreien, ja, warum hast du nicht die 1.10 drauf? Ja, das hat verschiedene Gründe, warum ich sie noch nicht drauf habe. Aber das sei dahingestellt, jeder, der sie drauf hat, der hat jetzt keine schlechte Software drauf. Nur ich halte zurzeit noch die V.071 für die bessere Software. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt sofort, ohne euch wegzublenden, meinen Deus einstellen. Okay. Dazu muss ich nur noch die Kamera drehen, aber auch dafür muss ich leider doch die Kamera ausmachen. Okay, dann bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich habe den Deus gedreht. So, jetzt werden wir mal anmachen. So, dann können wir auch direkt sehen, dass ich noch die V071 drauf ab. So, da haben wir es. Wir laufen heute ohne Kopfhörer. Wir nehmen jetzt das Ackerprogramm. Also das Ackerprogramm für alle, die neu sind und auch für die, die schon länger dabei sind, aber vielleicht meine Videos nicht mehr so oft anschauen. Also das Ackerprogramm generiere ich aus dem Werksprogramm General. So, wir gehen mal ganz kurz durch. Den Disc habe ich hier auf 5. In der Expert einen 3-Ton. So, da könnt ihr auch mal die Tonhöhen sehen. Also ich habe den ersten Ton, den Eisenton auf 100. Den zweiten auf 470. Und den dritten zurzeit auf 826. Aber den setzen wir jetzt auf 862 hoch, weil der Ton ist schöner oder mir angenehmer, wenn ich ohne Kopfhörer gehe. Sensitiv auf 96, die Frequenzweiche auf 3, aber ich werde jetzt auf 0 setzen, weil ich jetzt gleich einen Bodenabgleich noch machen werde. Ja, Eisenlautstärke 1 und die Reaktionszeit auf 2. Deswegen auf 2, weil der Deus 2 schneller in der Signalerkennung ist als der Deus 1. So, jetzt gehen wir mal den Bodenabgleich. Den könnt ihr über die Pinpointer-Taste machen. Den werde ich jetzt auch über die Pinpointer-Taste machen. So, und jetzt hört ihr, das Piepen ist weggegangen. Ich
Ich habe einen 82er Ausgleich. So. Vorab nochmal an dieser Stelle einen herzlichen Dank an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von abenteuer-schatzsuche.de. Danke Jochen, dass du ja bis heute mein Sponsor bist. Und ja, danke, dass du auch die Rallye sponsorst. Und ja, wir sehen uns gleich beim ersten Signal wieder. Also dann drückt mir die Daumen, dass heute hier was Schönes kommt. Bis gleich. Tschüss. So, Leute, hier bin ich bei meinem ersten Signal. Ein 79er. Und ihr hört ja schön, wie schön laut. Ich habe auch die großen Zahlen aktiviert. So, hoffen wir mal, dass wir direkt beim ersten Signal was haben, aber das wäre zu schön. Ja, tief liegt auch nicht, oder? Ah doch, das ist noch im Boden drin, auf jeden Fall. Daniel guckt schon ganz neidisch. Er kommt schon näher. Was ist? Ich will den Denar sehen. Du willst den Denar sehen? Oh ja, ich sehe ihn schon. Siehst du den Denar auch? Also aus dem Denar-Foto. Ja, Daniels Denar. Daniel, willst du den Denar haben? Aber silbern ist es schon mal, ja. Ein Stück Blech. Ein Brakat. Ja, ein Brakteat. Nennt man das, ein Brachiat, du heißt auch Brachiat. So, Leute, ja, das ist das erste Teil und ich hoffe, dass auch das letzte ist. Daniel hat auch gerade was, aber ich denke mir, da können wir getrost sein. Der ist in meiner Spur, der wird genau dasselbe haben. Okay, wir sehen uns gleich beim nächsten wieder. So, da bin ich wieder. Hier haben wir ein 55er, nein, gelogen, jetzt ist es hoch runtergegangen, 52er Signal. Aber das könnte jetzt beim Deus 2 tatsächlich ein kleiner Pulli sein. Aber, na gut. Wir sehen es, ja. Ja, ja, schön. Zweite Signal. Na, ist es schon draußen? Nein. Das ist so klein, dass ich noch weiter in das Loch gedrückt habe. Nein. Hier am Rand. Ich glaube, ich habe genau am Rand vorbeigestochen. Ja. Okay. Ne? So, draußen ist es. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es ein Volley ist. Und der Daniel schleicht schon wieder. Wie? Ja. Ich will jetzt nicht laut sagen, aber. Oh Daniel, ich glaube, ich habe ein Stück Blei gefunden. Ah ja, das war das 55er Signal, also wieder nichts. Okay, dann hole ich euch gleich hoffentlich beim vernünftigen Fund dazu, wenn der Daniel nicht so um mich schleichen würde. So, keine 3 Meter von dem Bleisignal oder Bleifund. Hier ein 73er Signal. Ja, jetzt wird es runter auf 68. Aber 68 konstant von der Seite. So. Daniel guckt schon wieder so neidisch. Geh weiter! Du Pestilenz, du! Wo ist es denn jetzt? Ist er ja. Der Seuchenprinz, der um mich rum schleicht. Wo haben wir denn hingetan? Muss er irgendwo hier sein. Jetzt ist es weg. Kann doch nicht wahr sein. Lebt es vielleicht am Spaten? Das wäre es ja noch. Vorderseite, Rückseite. Nein. Also will ich euch jetzt mal damit zu. Dann werden wir mal den Pinpointer, glaube ich, nehmen. Im Loch noch mal nachgucken, aber ich glaube, das ist draußen. Ich habe da auch wohin geflitscht. So, ist da? Nein.
Das ist also tiefer im Boden, aber warum das nicht mehr anzeigt, ist jetzt die zweite, dann denke ich mal, wird es Eisen sein. So, draußen ist es. Na, wo ist es denn jetzt? Und tatsächlich der erste Römer. Ja, daran sieht man eigentlich, ihr habt ja selber jetzt mitbekommen, ein gutes Signal von oben, Loch angegraben, Signal weg und die Münze stand scheinbar hochkant im Boden. Ja, wie gesagt, der erste Volli. So kann es weitergehen, der erste Volli. So, da bin ich wieder. Hier habe ich ein 47er Signal. Geht hoch auf 48. Aber da wir hier kleine Vollis zu erwarten auch haben, also ich rate euch sowieso alle positiven Leitwertbereiche auszugraben, aus eigener Erfahrung. Es könnten auch mal Goldteile drunter sein, die auch eben nicht so einen hohen Leitwert haben. So, dann wollen wir mal gucken, was es ist. Ja? Draußen ist es. Wird jetzt hier in dem Haufen sein. Das wird aber ziemlich klein sein. Und das lag ziemlich ungünstig, wie eben der Volli. Na? Hier haben wir es irgendwo. Es ist rund. Ein Knopf. Ach nee. Nee, kein Knopf. Es wird ein römischer Zierbeschlag sein oder eventuell von einer römischen Dormschensfibel. Das obere Teil, weil hier haben wir auch noch am Rand, ich will jetzt nicht drüber reiben, einen Abbruch von irgendetwas. Aber auf der Rückseite seht ihr hier, ja, wie so eine Knopfaufnahme oder vielmehr so, wo die Knopföse gewesen wäre. Okay, das ist jetzt mal ein schöner Fund, weil doch die Emaille, die Glaspaste eventuell noch erhalten ist oder zum größten Teil erhalten ist. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, ich habe jetzt hier wieder ein Signal. Ein 87er, 88 geht hoch. Sehr konstant. Also wird es auch nicht sehr tief sein oder es muss sehr groß sein. Na, mal direkt schon mal richtig reingepackt. Ja. Na, wo ist es? Noch am Boden. Okay, nochmal nach. Ja, war glaube ich noch im Boden. Jetzt ist es draußen. Hier oben muss es irgendwo bei sein. Oder in dem Klumpen. Und ich habe es nicht richtig getroffen gehabt. Nein. Hier. Hier bei. Na? Es ist rund. Es ist eine Münze. Und es ist eine Silbermünze. Aber keine römische. Sondern, für euch mache ich jetzt mal ausnahmsweise, sonst würde ich nicht mal drüber reiben. Ein 50 Pfennig aus dem Kaiserreich. Ja, da kann ich ja direkt mal meinen, ja, neuen Silberreiniger. Was heißt neu, ist er ja nicht. Es ist der alte noch, nur es ist noch zwei Zutaten dazu gekommen, wo er jetzt ein bisschen besser, noch besser reinigt. Ja, man kann jetzt, mit euch mal ganz kurz vorab zu sagen, man kann jetzt mit meinem Silberreiniger auch leichte anhaftende Rostflecke mit entfernen. Ja, und wie gesagt,
letztendlich ist es auch kein reiner Silberreiniger mehr, sonst, man könnte jetzt sagen, es ist ein Universalreiniger, aber er ist jetzt so bekannt unter euch als Silberreiniger, also bleibt der Silberreiniger. So, da bin ich nach einer gefühlten Stunde. Also hier ist es extrem schwer. Ich glaube, das ist auch jetzt der letzte Versuch. Hier habe ich noch ein Signal, aber ich bin schon so Richtung Auto. Daniel kommt auch gleich nach. Das ist ein 60er. Ja, ein 60er. Könnte noch ein Volli sein. Also hier in dem Bereich. Da in dem Bereich. So, ich hoffe, dass er doch nicht tief ist. Nee. Boden ist ab. Das Schöne ist, der Boden ist weich. Ne? Es ist draußen. Also in dem Klumpen. Wir brechen ihn mal auseinander. Also in dem oberen Bereich wird es jetzt sein. So. Na, wo ist es denn? Ah. Jo. Noch was Römisches zum Schluss. Vielleicht will mich der Acker hier halten, aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist eine Fibel. Aber ja, ich sag jetzt mal, im sehr desolaten Zustand. Eine ganz einfache Fibel ist es. Ja, eine einfache Soldatenfibel, wenn man immer so schön sagt. Man müsste die genaue Bezeichnung jetzt natürlich mal nachlesen. Und dann kann ich es euch sagen, aber wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ja, okay, dann werde ich jetzt mal Richtung Auto gehen und mich eventuell beim nächsten Acker wieder melden. Insofern, wenn wir noch mal das Glück haben, hier jetzt einen zu finden. Ansonsten, ja, war es ein kurzes Video mit wenig Funden, aber das seht ihr dann hinterher bei der Abmoderation. Also, wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Bis dann. So, wie versprochen, wir sind auf dem neuen Acker. Ja, die Einstellung, da hat sich nichts dran geändert, das Programm auch nicht. Hier habe ich aber schon das erste Signal, ein 85er. So, ihr seid mit dabei. Ja, wollen wir mal gucken, Daniel ist auch schon fleißig am Suchen. So, in dem oberen Bereich, also hier liegt es bei. Ja. Wo haben wir es? Na, Pinpointer ist nicht richtig drin. Jetzt aber. Na, wo haben wir es? Ja, ne, das ist mein Spaten. Na, wo haben wir? Nochmal zurück. So, jetzt muss wohl irgendwo dazwischen gerutscht sein. Na ja, wo haben wir denn? Na, es ist das schon. Dann war es eigentlich im oberen Bereich immer noch drin. Ah, ein Splitter, ich sehe ihn schon. Ein Granatsplitter. Okay. Dann auf ein neues. Bis gleich. Wir hauen auch hier wieder vom Acker ab. Es ist nichts. Ich habe hier noch das letzte Signal, was ich jetzt noch mitnehmen werde. Das ist aber scheinbar so laut, dass das Müll ist. 95,93. Ja. Ich muss mal. Daniel, komm, lass mal gehen. Ich habe hier noch ein Signal, lass mal gehen. Ich habe keine Lust mehr. So, letztes Signal für euch. Also zumindest hier. Gucken. Okay. Ich sehe es schon. Jo. Nazi-Grab entdeckt.
Ich glaube, das ist tatsächlich was aus. Ja, ist es auch. Ja, ich darf das ja nicht mehr in die. Halt den Daumen, Daumen drauf halten. Ich weiß noch nicht, was das ist für ein Abzeichen, aber das ist auf jeden Fall ein Abzeichen. Hier ist der Adler unter meinem über meinem Daumen. Oh, was ist es? Komm, scheiß drauf, ich stehe sowieso nicht auf das Zeug. Na, mal gucken. Was wieder so ein Dach der Arbeit, nee, Dach der Arbeit ist was anderes. Ja, auf jeden Fall so ein Alu. Die Lumpe. Jetzt tun wir das mal ganz schnell in die Tasche rein und verschwinden zum nächsten. So, Schnauze voll für hier den Acker. Das die Lumpe packen wir ein und dann geht das ab zum nächsten Acker. Bis nachher. So, wir sind wieder auf dem neuen Acker. Vermutlich heute der letzte. Also, wie gesagt, Leute, August bei uns. Schwer mit den Feldern. Ja, hier habe ich jetzt wieder ein Signal. Das ist ja nach 10 Minuten mein erstes Signal. Ich muss hier erstmal die Streuung finden. Also wenn man hier rumguckt, hier liegen schon ein paar Ziegel. Ja, und hier ist das erste Signal. Wo hat jetzt ein 94er? So, dann wollen wir mal gucken, was das ist. Ja, windig ist es auch. Ich hoffe, ihr versteht mal. Kommt mal her, dann bohren rein. Okay. So, eben halt so. Und ich sehe es schon draußen liegen. Es wird eine Münze sein. Hoffe ich bitte keinen Knopf. Ne, es ist eine Münze. Es ist auch eine Römermünze. Aber die ist platt. Aber weil ich erkennen kann, und ich hoffe, dass das so ist, dann wird es ein Augustus Ass sein oder ein Tiberius oder ein Agrippa. Weil ich glaube, ich kann hier, wenn ihr mal guckt, so ohne großartig sauber zu machen, ein Viereck erkennen oder ein Rechteck vielmehr. Und das deutet auf Gegenstempel hin. Also ich würde es mal behaupten. Aber das werden wir nach dem Saubermachen sehen. Okay. Ja, vorab, da die Leute, glaube ich, ich habe mal so meine Videozahl und mal die Durchschnittsdauer des Anschauens gesehen. Ich werde es wirklich nur noch begrenzen auf die guten Funde oder auf die Funde, die ich euch zeigen möchte. Also ich werde die Videos nicht mehr länger machen als wie maximal 20 Minuten. Okay. Du hast einen längeren? Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. So, wir machen jetzt ein Video. Hör auf jetzt. So. Ach, Daniel, der hat wieder nur Mist im Kopf. So, Leute, der Tag ist vorbei. Ja, eben auf dem Feld, wo ich noch das Ass gefunden habe, wo ich denke, das ist ein Augustus-Ass. Ja, der Acker, der ist eingesät. Daniel konnte das gut sehen. Ich hatte dafür keinen Blick gehabt. Aber es kamen ganz kleine Pflänzchen. Ja, mittlerweile hier im Rheinland kann man es wirklich sehr schlecht unterscheiden. Nach dem Grubbern hauen die direkt die Saat mit rein. Ja, aber nichtsdestotrotz, heute ist der Tag vorbei. Ja, es kam jede Menge Müll und ja, vier Teile. Aber so ist es leider. Die Saison, die hat nicht richtig begonnen. Das dauert noch, glaube ich, ein, zwei Wochen. Was denkst du? Ja. Ende August. Ja, ich würde mal sagen Ende August. Dann werden die meisten Felder soweit sein. Oder wenn wir sie abbechen, haben auch wieder die meisten wieder eingesetzt. Aber ja, war heute ein schöner Tag. So, jetzt wird der Daniel. Daniel hatte mich mein Handy in der Hand. Wir müssen jetzt mal ganz kurz stoppen und das Bild drehen. Okay. Ja, wie ihr sehen könnt, ich war fleißig. Es kam, habe mich viel gebückt. Ach, das ist ja noch, ja, ich glaube, ein Kaiserreichpfennig dabei bei dem ganzen Müll. Ja, was haben wir heute gehabt? Ja, in der Tasche habe ich schon eingepackt. Leider habe ich es jetzt nicht dabei. Das war von dem letzten Acker das Abzeichen aus der NS-Zeit, also aus der Kriegszeit. So, und jetzt natürlich hier die guten Funde. Ja, was heißt gute Funde? Ja.
für manche mögen es gut sein, für mich war es ja, ja wie immer normaler Tag. So, hier ist das Ass. Also ich bin mir fast sicher, dass es ein Augustus Ass ist, weil man hier gut den Gegenstempel sehen kann. Der wurde nach dem Tod vom Augustus von seinen Söhnen auf die Münze gebracht, um die Münze eben weiterhin im Umlauf zu halten. Dann haben wir hier von dem allerersten Acker war es, ja, der allererste Acker, die 50 Pfennig aus der Kaiserzeit. Dann als allerersten Fund von diesem Acker, dieser Volli. Und ja, das beste Teil, na, jetzt fällt hier alles runter. Ach so, nee, erst haben wir hier noch dann die Fibel. Ja, eine ganz einfache Fibel ist es, aber wie gesagt, ihr seht ja schon, ist alles, der Nadelrass ist weg, die Nadel ist weg. Drei Viertel der Spirale ist weg, hier ist noch ein bisschen über. Ja, die ist auch Schrott. Aber hier, das ist nicht schlecht. Ich denke mir mal, das wird von einer sogenannten Türmchensfibel gewesen sein. Also was heißt Türmchensfibel? Man hat hier noch drunter eine größere Scheibe mit Emaille-Einlagen gehabt, die dann oben aufgesetzt worden ist. Oder, wie gesagt, es kann auch nur ein Zierbeschlag, Nagel, wie auch immer sein. Aber es spricht alles dagegen, weil hier noch ein Ausbruch an der Seite ist. Also hier ist was weg und deswegen gehe ich da mal von aus, dass das ein Teil von einer Fibel gewesen ist, der obere Teil. Ja, wie gesagt, das war der heutige Tag, der Saisonauftakt 23, August 23. Ja, noch zum Schluss ein Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ja, und vor allem, wenn ihr Lust habt, in ein paar Wochen ist mein großes Treffen. Das ist dieses Jahr mein 30-jähriges. Also 30 Jahre mache ich schon Sonnengängertreffen. Ja, Informationen könnt ihr bei mir entweder per E-Mail bekommen dazu oder, wie gesagt, über Facebook. Ich habe eine Facebook-Gruppe und die nennt sich Sucher- und Sonnengänger-Stammtisch Köln und dort ist alles hinterlegt. Ja, dann noch in eigener Sache. Ich habe seit 3 Wochen jetzt meinen eigenen Online-Shop offen mit Restaurationsmitteln für die Restauration und Konservierung für eure Bodenfunde. Wenn ihr auch darauf mal schauen wollt, die Internetadresse ist brüche-das-original.de. Ja, da findet ihr alles rund um die Konservierung von Objekten und natürlich zum Reinigen von Bodenfunden. Ja, ansonsten habt euch wohl. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder oder wie gesagt auf meinem Treffen. Also bis dahin, tschüss, euer Markus.